Hallo und herzlich willkommen zu Folge 312. Wir sind in Verdoyas Lager und ich überlege mir, wie wir hier am besten alles wegschnetzeln können. Die Wüstenräuberrüstung ist ja an sich ganz okay. Ich probiere einfach mal. Hack, hack. Okay, okay, auf die Art und Weise funktioniert das natürlich nicht. Weiterer Versuch wäre, bessere Rüstung anziehen und dasselbe nochmal probieren. Oder wir benutzen unseren letzten Feuerregen. Das sind die Optionen. Gut, das heißt, ich pulver mich noch ein bisschen voll. Und noch den mittleren, damit er auch weggeht. Zack. Und... Hi. Oh Gott. Au, au, au. Kannst du bitte noch mehr auf mich schießen? Mach doch die Tür auf! Okay, keine Chance. Oh Gott. Ich dachte, die Tür wäre noch offen. Da könnte man die herauslocken. Vielleicht kann man die auch abballern. Das ist auch eine Idee. Das wäre auch eine Idee. Aber wenn sie näher kommen, müssen sie herkommen. Oh, das war schon mal an die Wand gesetzt, könnte man sagen. Ja. Oh, der hat mich getroffen. Guck mal, der kommt sogar einzeln her. Perfekt. Na, alles wird. Ich habe weitere Schwerter gehört. Ich hoffe allerdings nicht alle. Okay, und irgendwie wird die Dingen-Quest, die Tomaten-Ernte-Quest bei so gut wie allem hier, was ich kill, aktualisiert, also bei jedem Räuber. Das ist seltsam, aber okay. Gut, ich würde sagen, wir haben uns sogar einen Feuerregen gespart. Und, guck mal, da ist sogar noch einer. Wenn die so einzeln kommen, dann ist das doch wirklich angenehm. Und die nehmen wir natürlich, also... Oh. Ja, was ich sagen wollte, wenn man gegen... Oh, da ist noch einer. Wenn man gegen Menschen, oder jetzt halt Räuber in dem Fall, kämpft, ist das sowieso viel ergiebiger, als wenn man einfach nur gegen Viecher kämpft, ne? Weil die haben einen Haufen Shit dabei, deswegen also massenhaft nicht zu ja, Menschen als da Gegner. Das gefällt mir ziemlich gut. Jetzt haben wir ja so, was weiß ich, wie viele, 15 bis 20 Wüstenräuber abgemetzelt. Ja, da klingelt's in der Kasse. Nicht nur in der Kasse, sondern wir kriegen auch Kräuter, wir kriegen Äpfel, wir kriegen Dietriche, weitere Utensilien, die wir dann nicht kaufen müssen. Und, naja, Pfeile, sowieso, müssen wir nie wieder kaufen. Das ist gut, ich habe ja momentan eher Bolzen, aber, also benutze Bolzen, weil wegen Armbrust. Aber ihr wisst ja, was ich meine. So, und jetzt ist ja auch alles leer. Das heißt, wir können uns mal explizit hier alles anschauen. Hallo, Truhe. Pfeilspitzen und Federn. Gut, da könnten wir Pfeile herstellen. Aber solange das nicht irgendwie EP gibt, lohnt das Ganze gar nicht. Weil wir brauchen das nicht. So, nochmal Wein aus Varan. Da haben wir irgendwas drin. Nee, da noch Kiste mit Wert von Gegenständen und eine Truhe, die wir aufbrechen können. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob wir mit Verdoya reden könnten, aber das ist mir auch relativ Latte. Na, vielleicht hätte man ausrauben können, aber naja, gut. Das
das bisschen Geld und die paar Erfahrungspunkte, die können wir uns auch schenken. Oh, ganz schön knifflig hier. Was? Komm. Okay, wir haben's. Und nochmal ein bisschen Geld. So, was haben wir denn hier so alles? Ich habe das Versteck des berüchtigten Füßnormes wird euer gefunden und jede Menge Schätze erbeutet. Gut. Und wir haben alle aus Vedwares Bande erledigt. Ich wusste doch, dass es irgendwo da oben ist. Ich wusste es. So, wie sieht es eigentlich aus? Haben wir noch die... Ne, die Quest mit Petro haben wir. Genau, Bahals Tabak haben wir erledigt. Gut, dann gönnen wir uns jetzt noch ein bisschen was. Schön hier tiefenentspannt. Wir haben einen doppelten Apfel. Schade, nur einen. Honigtabak ist der beste. Mehr Leben immer gut, weil an Damage schadet es uns eigentlich nicht. Ja, wir könnten jetzt eigentlich schon die Fliege machen, mache ich aber nicht, weil ich wissen will, was verbirgt sich dahinter. Ja, ich weiß, vielleicht soll ich da nicht hin. Tue ich aber trotzdem. Denn wenn wir schon mal hier sind, ne, können wir auch alles erkunden gehen. Hallo! Oh, jetzt kommen gleich die Skelettarmeen. Huch. Ach, guck mal an! Abdalla! Wir sind in Karak... Perfekt. Ich wollte zwar eigentlich erst das mit den Tomaten jetzt erledigen und so, aber ja, von mir aus können wir auch gerne hier weitermachen. Ich hatte schon so ein Gefühl, weil Katakomben-ähnlich ist es ja auf jeden Fall. Da kommen wir ja auch... Ah, da kommen wir auch... Perfekt, wir kommen in der Stadt wieder raus. Also besser hätte es gar nicht laufen können. Darauf erstmal ein paar Äpfel. Ich könnte auch mal anfangen, die ganzen Bananen zu futtern. Hier. Wie gesagt, besser hätte es gar nicht laufen können. Da ist Abdalla. So war es aber auch. Hey. Na? Hallo, wen haben wir denn da? Stör mich nicht, ich hab zu tun. Hey, du. Können wir denn einfach töten? Oder sollten wir das noch nicht? Steht hier irgendwas von... Ist doch irgendwas, oder? Warte mal. Nee, Schatzsuche in den Katakomben. Ich habe zwar keine Karte über den Standort des Schatzes, aber vielleicht erwische ich Abdalla dabei, wenn er diesen Haar erheben will. Ja, da ist er doch. Hey, du. Aber der sagt nichts groß. Hm. Ihn einfach zu töten wäre ja schon ein bisschen assi. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das tun sollen. Wir wissen auf jeden Fall, wo er ist. Das ist ja schon mal, etwas, ne? Wir können Ratten auf dem Weg erledigen. Wir kriegen jetzt bei jedem getöteten Gegner hier eine Dingen. Eine Aktualisierung von der Tomatenquest. Ich hoffe, wir können die gleich bald beenden. Denn es geht ja schon ein bisschen auf den Sack. Töten wir ein paar Ratten noch. Eigentlich wollte ich ja Tomaten sammeln gehen. Hier kommen wir nicht weiter. Scheint so, scheint so. Aber es gab ja noch andere Wege. Also die Katakomben sind echt interessant. Das hätte ich auch nicht erwartet. Also, dass die so weitreichend sind, meine ich. Gut, hier geht's nicht weiter. Also wir werden wahrscheinlich einen anderen Weg dahin suchen müssen. Ich weiß nicht, soll ich Abdalla mal töten? Ich kann ja mal einen Sicherheitsspielstand erstellen. Nehmen wir einfach mal den hier. Speichere ich einfach mal so drüber. Kann ich auch den hier überschreiben, notfalls. Spitzhacke, Assassinenschwert, Schatzkarte, Katakomben. Ja, wir müssen einfach ummähen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Der Schatz des Herakles.
Okay. Und jetzt ist da nichts mehr. Und wir haben Abdullah einfach umgemetzelt. Weiß nicht, ob wir das hätten tun sollen. Ich gucke mir erstmal den Schatz an, um ihn begutachten zu können. Der Schatz des Herakles, 900 Gold ist er wert. Damit gehen wir einfach mal zum Wirt. Und lassen Abdullah jetzt mal tot. Wir müssen aber allerdings außen rumlaufen, weil... Ja. Wir haben halt eben den Alternativzugang gewählt. Wie gesagt, ich überspeichere jetzt mal hier den Spielstand, den normalen. Und notfalls können wir auf den anderen zurückgreifen, wenn irgendwas passiert. Ich bin ja da eher vorsichtig. Bei Gothic kann ja vieles schief gehen, das wissen wir ja alle. Aber das kann man ja vermeiden. So. Manchmal vergesse ich zwar zu speichern, das gebe ich zu. Aber ansonsten würde ich sagen, das war jetzt eine relativ erfolgreiche Folge. Viel EP mitgenommen. Viel Vermögen mitgehen lassen. Na gut, waren ja Räuber. Darf man ja. Das heißt, wir nehmen jetzt noch die Tomaten mit, die ich in der letzten Folge mitnehmen wollte. Und dann können wir mal in die Stadt gehen. Und schön ein paar Quests abgeben. Denn einmal die Tomaten. Ernte-Quest. Wir haben Verdoja getötet. Und wir haben den Schatz des Herakles, von dem der Wirt sprach. Und wir haben Abdallah umgebracht. Und ich hoffe, das hätten wir tun sollen. Oder können. Aber ganz logisch betrachtet, der war irgendwo in den Katakomben. Ja. Weiß ja keiner, dass wir das waren. Hoffe ich. Aber nun gut. Schauen wir mal nach unseren Tomaten. Dass es denen auch gut geht. Und wieder mal hat Roland ein Abenteuer hinter sich gebracht. Und nun geht er wieder seiner Leidenschaft nach. Tomaten pflücken. Viele Jahre lang war Roland Streiter Innos, Kämpfer, Soldat, Seemann, Retter der Nation, Retter der Insel Korinnes, der Insel Tamora und vielen weiteren. Doch nun geht er wieder seinem normalen Leben nach. Tomatenpflücker. So viele sind sie auch gar nicht mehr. Und wir können die jetzt auch nicht mehr bewässern. Das ist gut. Und ich muss wirklich schauen, wir brauchen einen Teleport nach Uga. Also nicht nur, weil, ne, allein schon von Verdoyas Versteck zurück wäre nett gewesen. Aber Warant ist ja noch viel größer. Wir haben ja auch Teleports zu verschiedenen Stellen. Also entweder habe ich den Teleport von Uga noch nicht entdeckt und der ist wirklich komplett blöde irgendwo in der Ecke und ich finde ihn einfach nicht oder habe noch nicht nachgesucht. Oder wir kriegen den nach Abschluss von irgendeiner Quest. Weil im Moment sollen wir uns ja eigentlich nur rund um Uga befinden. Das heißt, Teleport-Rune wäre nett, ist aber nicht unbedingt vonnöten. Ansonsten, wenn ihr mir da helfen könnt, ne, ich nehme Hilfe immer gerne an, wenn ihr mir irgendwie beschreiben könnt, wo ich die Rune finde oder nach welchem Ereignis, dann wäre das recht nett, wenn ihr das wisst. Ja, oder ihr sagt mir einfach, ja, es gibt gar keine Teleportrune nach Uga, da wäre ich erstmal geknickt. Dann müssen wir ziemlich viel laufen. Aber nun gut, wir haben jetzt alle Tomaten abgeerntet und können nun Quests beenden. Auch schon lange her, dass wir Quests beenden konnten. Da hinten ist Uga. Meine Fresse, ist ja alles riesig. Gut, wir haben Verdoja getötet. Abdallah auf den Scheiße haben mitgehen lassen. Das ist eigentlich recht ordentlich verlaufen, doch. Natürlich müssen wir noch andere Quests erledigen, denn ich habe gelesen von euch, dass Uga voll gepumpt ist mit Quests. Das heißt, dabei wird es ja nicht bleiben. Und ihr habt hoffentlich nichts mitbekommen. Abdallah hat man in letzter Zeit nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, wo der hin ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß davon nichts. Okay. Zeig. Ich dachte, den interessiert das bezüglich... bezüglich der Dingen. Des Schatzes. Das war doch der Wirt, der das davon geredet hat, oder? Komisch. Hallo, darf ich erfahren, wer du bist? Klar, ich heiße Mirko. Und du? Roland, was machst du hier? Ich spiele. Hättest du Lust, mit mir zu würfeln? Der Einsatz beträgt 50 Goldstücke.
Mit etwas Glück kannst du dann das Doppelte gewinnen. Nun, wie sieht's aus? Vielleicht später. Wie du willst. Du findest mich meistens hier in der Taverne. Neue Quest, der Spieler, okay. Würfelspiel. Werden wir auch noch machen. Aber ich bin wieder ein bisschen verwirrt. Denn ihr müsstet mir jetzt helfen bezüglich der Dingen-Quest. Was hältst du eigentlich von ehrlicher Arbeit? Ah. Eine ehrliche Antwort? Na klar doch. Nun, nicht viel. War es das jetzt? Nicht ganz. Du könntest dir dabei 100 Goldstücke verdienen. 100 Goldstücke? Da könnte ich mich vielleicht überwinden. Was soll ich denn tun? Für mich auf Bahals Plantage 300 Tomaten ernten. Was? Das ist Knochenarbeit. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Nun, ich... Schön, ich mache es. Aber nur für 200 Goldstücke. So viel muss dir die Sache schon wert sein. Also was ist? Abgemacht. Begleite mich auf die Plantage. Gut. Ich hoffe nur, der Weg dorthin ist sauber. Gegen die Wüstenräuber oder die Snapper habe ich nicht die geringste Chance. Okay, wir haben eigentlich schon 300, aber okay, machen wir das ganz einfach mal. Ich dachte, wir könnten die ganze Geschichte schneller beenden. Vor allem hat sich ja auch... Moment, wo ist es denn? Bin ich blind? Ach nee, die wurde einfach... Ach so, okay. Die hat sich einfach... Gut, die ist einfach beendet worden, nachdem er Abdallah getötet hat und den Schatz mit sich genommen hat. Gut. War schon verwirrt. Na, alles klar, dann müssen wir mit niemandem mehr reden und können den Schatz einfach für gutes Geld verkaufen. Jetzt kann ich den Petro da wieder hineiern lassen. Ich wollte doch eigentlich noch schnell zu Bahal die Quest beenden. Wir haben ja genug Tomaten, aber ich mache das jetzt einfach mal im Nachhinein. Vielleicht hätten wir schon längst zu dem Petro gehen sollen bezüglich der Quest. Aber ich mache das halt jetzt auch im Nachhinein. Dann, ja, so hätte die Quest aussehen sollen. Vielleicht hätten wir ja gar nicht die ganze Zeit Tomaten ernten müssen. Wie gesagt, war ja ein bisschen seltsam. Haben wir das auch ein bisschen anders vorgestellt, gerade weil die Tomaten ja direkt wieder nachgewachsen sind. Direkt nach dem Pflücken. Ist er noch da? Muss ja immer aufpassen bei Gothic, ne? Da kommt Pedro auf. Jawohl, jawohl. Gut. Außerdem verhelfen wir ihm zur Arbeit, zur Ehrlicher. Das ist auch was. Auch wenn er gar keine Arbeit mehr hat. Schaffst du es hier reinzukommen? Flachpfeife, gut. So, da wären wir. Warte mal. So, kannst ernten. Gut, dann wollen wir mal. Oh, okay. Ich denke mal, dass ich den ganzen Tag dafür brauchen werde. Komm am besten morgen noch mal vorbei. Dann werde ich wohl fertig sein. Du hast doch nichts zu pflücken, aber vielleicht können wir noch ein bisschen was mitnehmen, ne? Ich habe Peter mir gesagt, dass er... Ich soll morgen mal nach ihm schauen, dann wird er fertig sein. Dann pennen wir gerade hier in der Bude. Ist da eh schon wieder später Nachmittag, nur um 3:30 können wir schon mal ins Bett gehen. Und dann... Vielleicht hat er ja nochmal 300 für uns, ne? Das wäre ja genau das, was ich bezwecken wollte damit. Ne, nicht ganz, aber es wäre natürlich vorteilhaft für uns, wenn wir doppelt so viele Tomaten hätten. Denn dann... könnten wir selbst viele fressen und dann davon profitieren. Wie sieht es aus? Gut, hier hast du deine 300 Tomaten. Ausgezeichnet. Und hier hast du dein Gold. Danke. Kann es schwer gebrauchen. Mann, war das eine Arbeit. Mir tun alle Knochen weh. Jetzt werde ich erstmal zurück zur Stadt gehen und mich die nächsten Wochen erholen. So schnell werde ich keine Tomaten mehr pflücken. Gut. Ich weiß, wer hätte es nicht sein sollen, aber... Die Zahl des Teufels. Wir haben 666 Tomaten. Ist das ein Zufall? Ja. Wir haben über 300. Leicht. Das heißt, wir können 300 futtern, um Stärkepunkte oder was auch immer zu bekommen. Ich weiß gar nicht, was Tomaten bringen. Ich wusste irgendwie, dass das so funktioniert, aber ich... Also, es ist nicht mir verschuldet. Ich habe ja mit Petro sogar schon mal gesprochen. Weil ich davon ausgegangen bin, dass der derjenige ist, den man dafür anheuern kann. Gut, haben wir 600 Tomaten. Da sage ich nichts dagegen.
Das heißt, wir können jetzt diese Quest dann in wahrscheinlich der nächsten Folge erst abgeben, denn wir haben schon wieder die Zeit erreicht. Ansonsten, wir können dann in der nächsten Folge, um das jetzt schon mal im Vorhinein zu sagen, wir können... Was? Ich soll jetzt einen neuen Aufseher finden. Ach so, Aufseher war das. Na, okay. Ob der vielleicht auch den Aufseher spielen will, der Petro? Naja, werden wir schauen. Wir können die Tomatenernte-Quest beenden, die Kopfgeld-Jagd-Quest beenden und die Spieler-Quest angehen. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Bis dahin, tschüss.